hallo und damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts About Schmidt Show mit Antrag und Neu. Ja, endlich. Frag mich doch mal direkt am Anfang, was trinken wir nochmal für ein Bier? Ja genau, was trinken wir heute für ein Bier? Ich habe schon wieder Durst. Ich habe total Durst, weil jetzt wird es ja langsam doch mal endlich warm. Ja. Hier gibt es heute ein Brinkhoffs Nummer 1. Ein Brinkhoffs Nummer 1. Ja. Wir reden aber heute nicht über Brinkhoffs, sondern wir reden über Schmitz Nummer 1. Ein Bier wie sein Revier. Ja, die passt, ne? Die passt auch, ja. Ja, einen Flaschenöffner habe ich immer noch keinen besorgt, aber... Ja, besser als dieser Marker ist ein Feuerzeug. Ja, hoffentlich. Das ist, guck mal. Gib mir. Ich tausche mal hier die Flaschen. Nein. Schon nicht drüber. Ja, es geht um die erste Harald Schmidt Show ever. Ja, also ne, Harald Schmidt Show Nummer 1 und das ist halt Brinkhoffs Nummer 1. Deswegen, wo kommt denn das weg? Das kommt irgendwie so aus dem Dortmund. Also. Ja, aus dem Revier muss ja irgendwo hier aus dem Dortmund sein. Genau, hier, wir sind ja doch quasi auch im Revier. Ne? Im Pütt sozusagen. Genau. Im Pütt. Ja, wir springen zurück ins Jahr 1995, um genauer zu sagen, zurück zum 5. Dezember 1995. Da war Privatfernsehen relativ am Anfang, ne? Nicht ganz, aber ging Anfang 90er Jahre los, wenn ich mich recht erinnere. Und da hat man sich viel ausprobiert. Es war so ein bisschen wie Bling Bling, es gab viel Game-Shows und so weiter. Was verstehst du unter Bling Bling? Ja, meinst du irgendwie hier so? Ja, auch. Ja, und dann 5. Dezember 95, dann war es soweit, dann war er da, Helmut Schmidt mit seiner Show. Wahnsinn. Helmut Schmidt hast du gesagt. Helmut Schmidt, jetzt geht's aber durch mit mir. Harald Schmidt natürlich. Mensch, Mike, was hast du denn heute genommen? Was hast du denn schon keine Ahnung. Getrunken? Keine Ahnung. Nee, Helmut Schmidt war Gast in der ersten Show. Nein, war natürlich nicht. Die erste Harald Schmidt Show, ja. Ich finde ja spannend, dass man die immer heute auch noch bei YouTube sehen kann, die komplette erste Show. Ja. Das geht ja nicht so weiter. Man kann ja nicht jede Show komplett sehen. Das stimmt. Und interessanterweise geht es aber nach dem Vorspann los erst bei YouTube. Genau. Ich weiß nicht, ob das rechtliche Gründe hat, aber der Vorspann ist nicht da. Also diese Nachtkulisse mit Kölner Dom und hast du nicht gesehen und so reinfliegendem Logo, die Harald Schmidt Show. Und ja, der Text war natürlich live aus dem Kapitol in Köln, die Harald Schmidt Show heute mit und dann die ganzen Gäste, Genau, da gab es ja auch eigentlich, da gab es ja auch einen Sprecher dafür extra, ne? Da gab es extra einen Sprecher dafür. Das ist jetzt eine Geschichte für sich. Ach, den könnt ihr einfach mal erzählen, oder? Ja. Ne? Also da war ein Profisprecher für engagiert worden, was ja nicht unaufwendig war, weil das war ja nicht damit getan, dass man das einmal eingesprochen hat, sondern das musste ja jedes Mal, ne? Weil aktuell... Quasi immer aktuell zum neuen Gäste, Thema. Neue Gäste genau. Und dann immer so ein kleiner Scherz. Ne? Bei der ersten Folge war es und hier kommt der Mann, der niemals zu den Privaten gehen würde, Harald Schmidt. So, und das war doch relativ wenige Wochen nach der ersten Sendung, als so allgemein so eine Unzufriedenheit war mit diesem Sprecher. Nicht, weil der schlecht war, aber weil der der war irgendwie einerseits nicht knallig genug, ne? Es war nicht so, und hier kommt die, Und es war so ein bisschen laff, so ein bisschen wie, keine Ahnung, Kulturfernsehen. Und dann habe ich einfach mal so an einer Probe gesagt, Kinders, also ich war ja nur ein ganz kleiner Sat.1-Redakteur, ganz kleines Licht, aber ich habe gesagt, ich habe das schon mal gemacht beim Familienduell. Und hier kommt Werner Schulze-Erle. Ja, das warst du? Ganz stolz. Ja, nein, nur als Aushilfe, ja, okay. weil der Hauptaufsprecher nicht konnte. So. Und dann haben die... habe ich das halt einfach mal gemacht, so zur Probe. Ne? Live aus dem Kapitol in Köln, die Harald Schmidt-Show. Heute zu Gast Thomas Gottschalk und der Papst. Und hier kommt der lustigste Mann aller Zeiten, Harald Schmidt. So, und das hat sich Harald zufällig angehört. Und, ne, Harald hat es nämlich nicht angehört, aber die Tontechniker haben sich kaputt gelacht und auf die Schenkel gehauen und haben gesagt, was ist denn das für eine miserable Scheiße? Da kann man ja direkt unsere Telefonistin aus Frankreich dahinsetzen. Nathalie, komm mal. Ja. Und dann hat, was soll ich machen? Ja, guck mal hier, lies mal hier den Text. Ja.
Und dann hat Nathalie auch das gesagt, live aus dem Kapitol in Köln. Und das hat nämlich zufällig Harald Schmidt gehört und hat gesagt, das ist es. Das ist es. Genau. Und das hast du auch über längere Zeit gemacht. Das war bis zum Ende, meiner Meinung nach. Also das war also solange ich dabei war, bis 2008, war es auf jeden Fall immer Nathalie, die es gesprochen hat. Und das war ja Kult, ne? Hier Weizenwerbung, ja, und so weiter. Was sie übrigens nicht gesprochen hat, aber da kann man ja bei anderer Gelegenheit nochmal darüber reden. Nee, also das war so, wie das beim ersten Mal war, mit diesem männlichen Sprecher, war das nur sehr relativ kurz. Und Nathalie war schon ziemlich früh dabei und am Start. Und gewissermaßen war ich das auch schuld, weil ich selber so schlecht war. Ja, was vielleicht auch nicht verkehrt war, sonst hättest du eine andere Rolle bekommen hier. Ja, absolut, absolut. Manchmal muss man ja auch, wenn man kreativ sein will, muss man ja Irrwege gehen. Man muss ja auch, ja, das Scheitern zulassen und das Schlechte, ja. War das live? Ja. Tatsächlich live. Tatsächlich live. Alle Folgen oder? Nein. Nein, es war natürlich von Anfang an klar und das, weil ja alles eine absolute Kopie der amerikanischen Late Nights war, vor allem David Letterman. Late Show, der David Letterman war unser großes Vorbild. Und das war klar, dass die früh aufzeichnen. Also alle amerikanischen Late Night Shows zeichnen um 17.30 Uhr auf. Mhm. Ne? Und das wurde dann aus unterschiedlichen Gründen bei uns auf 20 Uhr gelegt. Konnte auch mal, wenn die Autoren nicht fertig geworden sind, mit irgendwelchen Filmen 20.30 Uhr sein oder noch später. Aber ja, man hat dann so gesagt, Publikum 20 Uhr. Ich habe das dann später, auf meine Initiative hin, sind dann später, als Harald Schulter selber produziert hat, mit Bonito, 98, und wir vom Kapitol nach Mülheim gegangen sind in die Studios. Da habe ich zu Harald gesagt, wir können ein paar Konferenzen streichen, problemlos. Wir können auch um 18 Uhr aufzeichnen. Ja. Da war er so glücklich, hatte direkt eine Gehaltserhöhung. Ich hatte das Gehalt noch gar nicht bekommen. Und, also ich hab eine Gehaltserhöhung bekommen, bevor ich das Gehalt überhaupt bekomme. Ne? Da hat er gesagt, ey, super Idee, kriegst du nochmal irgendwie noch Euro was mehr. Obendrauf, oder ja. Mack mehr. Mack waren das damals. Ja, ja, das war noch Mark, stimmt. Ja, 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 98 war noch Mark. So, also das war schon klar, dass wir um 20 Uhr prinzipiell aufzeichnen. Es sollte aber dann bei der Premiere live sein, mhm, was keine gute Idee war. Weil immer, wenn wir diese Show live gemacht haben, also in der Anfangszeit haben wir die immer samstags live gemacht. Man muss ja dazu sagen, warum ist Harald Schmidt bei Sat.1 gelandet? Das wäre auch eine Frage von mir. Wie kam es überhaupt dazu? Warum hat es denn zum Beispiel Gottschalk gemacht oder wie auch immer? Wie kam man denn überhaupt auf Harald Schmidt? Ja, also prinzipiell war klar, dass es eine ganz, ganz große Programmrevolution bei Sat.1 geben sollte. Der große Medienguru Fred Kogel war Programmchef, der Programmdirektor, keine Ahnung, Chef von Sat.1 geworden. Und die haben wirklich alles von links auf rechts gedreht. Und es sollte nicht nur der erfolgreichste Privatsender werden. RTL war natürlich schon lange Platzhirsch. Ja. Es sollte eigentlich der beste Sender, erfolgreichste Sender des Universums werden. So. Und da kam er mit den entsprechenden Leuten nach dem Motto, ne, ein Sender braucht bekannte Gesichter. Und hat, was damals sensationell war, also die Zeitungen standen voll davon, hat halt Fritz Egner, Thomas Gottschalk und Harald Schmidt zu Sat.1 geholt. Mhm. So. Und es war aber von Anfang an klar, dass Harald Schmidt die Late Night machen sollte. Obwohl ja Gottschalk auch bei RTL eine Late Night gemacht hatte, so eine Pseudo-Late Night. Das, ja, war genau, eher eine Talkshow zu später Stunde. Ja. Also da waren ja jetzt. Da erinnere ich mich noch. Dunkel, die gab es doch nicht so lange, ne? Die ist nicht so lange gelaufen. Ja, doch gar nicht mal so unlange. Ja, also, aber nicht so erfolgreich, glaube ich. Ja, doch, auch ja, doch nicht mal so unerfolgreich. Also jetzt, wenn man die absoluten Zuschauerzahlen nimmt, der hatte immer 2,5-3 Millionen, ja, war das sogar erfolgreicher als wir. Das war ja das Ding. Mhm. Ja? Aber der hatte dann so Gina Lollobrigida und ja, Harald Junke und dann auch noch Gina Lollobrigida und keine Ahnung. Ich habe da immer Gina Lollobrigida gesehen, wenn ich mal eingeschaltet habe. Und der hatte hier so wie wir jetzt da zwischen uns so ein tolles Mikro, also auch so ein bisschen amerikanisch, so ein 50 gemachtes Mikro. Ne? Und hat aber im Prinzip einen Talkshow-Gast nach dem anderen abgefrühstückt. So, aber die Idee von Fred Kogel war,
Nein, also wir machen wirklich eine richtige, geile Late-Night-Show, witzig, ja, passend eben zum späten Abend, genauso wie Letterman. Mhm. Und das kann nur Harald Schmidt. So. Und das war auch jetzt, da war auch Gottschalk gar nicht beleidigt, der hat halt irgendwie eine große andere Show bekommen, Gottschalks House Party, wo dann immer Ding Dong, und dann kam ja, ein Gast irgendwie rein. So, und das war eben dann, ging alles quasi gleichzeitig los in diesem Dezember 95. Und die Idee war jetzt zum Thema, wann war das live und wann war das nicht live, die Premiere live. Und am Anfang kamen wir ja 5 Tage die Woche. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ja. Und Samstag. Genau. Und Samstag gab es nämlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das 1 Stunde war sogar 2 Stunden, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber vor uns, vor 23.15 Uhr, kam Thomas Gottschalk mit seiner Hausparty. Mhm. Und dann war die Idee, Fred Kogel hatte ja zum Beispiel mit Gottschalk schon zu tun am Bayerischen Rundfunk, als er seine legendären Radiosendung gemacht hat. Und da gab es wohl dann, das war ja damals so eine Sensation, oh, der junge, freche Gottschalk mischt irgendwie den Bayerischen Rundfunk auf. Und in der Sendung danach hat auch noch ein Mensch namens Günter Jauch moderiert. Ja. Und so, die haben dann so quasi übergeben und das war dann so Kult, ne, weil die sich dann gegenseitig hochgenommen haben und witzig, haha. So, das war eben die Idee. Wahnsinn, wenn die 8 Milliarden Zuschauer von Thomas Gottschalks Hausparty, wenn die dann dranbleiben, indem eben live Thomas Gottschalk Harald Schmidt fragt, du, wer sind denn heute deine Gäste und was hast du denn für Top-Gags und weiß ich nicht was, ja, keine Ahnung. Dann bleiben diese 8 Milliarden Menschen dran und gucken auch noch die Hartschmidt-Show. Das war die Idee. Und damit man das vernünftig machen kann, live. Ja? Ja, und warum aus dem Kapitol und warum aus Köln? Gute Frage. Also das Kapitol, ja. Warum aus Köln ist eigentlich erstmal die erste Frage, weil Köln ist nicht New York. Ja. Ja, wir wollten ja unbedingt Letterman nachmachen, aber haben dann festgestellt, dass in keiner deutschen Stadt der Broadway vor der Tür ist. Also das Studio von David Letterman ist wirklich direkt am Broadway und Ed Sullivan Theater und wirklich großartige ja, Atmosphäre und da geht's dann, ging es auch immer oft darum, Letterman gibt es ja auch schon lange nicht mehr, die Late Night, dass der einfach da rausgegangen ist und einen Gag mit den Taxifahrern in den gelben Taxis gemacht hat und da war halt dann wirklich weltweit, boah, ja. Der ist wirklich in Big Apple und so, und dann war die Idee eigentlich des Senders, sprich von Fred Kogel, das natürlich unbedingt, damals war Sat.1 ja auch in Berlin, ich war auch da tätig in Berlin beim Sender, und dass dann selbstverständlich die große Sat.1 Late Night auch in Berlin stattfinden muss. Und da hat Harald Schmidt einfach gesagt, nein, er findet Berlin scheiße, er hat jetzt, fühlt sich wohl in Köln und er will Köln das machen. Ja, fantastisch. Gut für mich, aber sonst wäre ich nicht der Redakteur geworden. Ja, stimmt. Du ja. Hattest in Köln gewohnt, ne? Ich habe in Köln gewohnt und war in Köln für andere Sat.1-Sendungen. Geh aufs Ganze. Ja. Kennst du noch? Na, selbstverständlich. Der Song. Jörg Dräger. Genau. Tor 1, Tor 2, Tor 3. Gibt's nochmal, ne? Er hat dann nochmal eine Wiederauflage gemacht, genau. Hm. Ja, fantastisch. Und dann, dann ging es dann... Ja, Moment. Ja, genau. Köln. Also dann war die Entscheidung gefallen, Köln. Und dann war aber eigentlich klar, auch damals gab es schon so annähernd in den Hürth, Privatfernsehen, Fernsehstudios auf der Grünen Wiese, wo zum Beispiel Geh aufs Ganze wurde in Köln-Ossendorf produziert. Ich habe, Moment, der Preis ist heiß, wo sind der produziert worden? Auf jeden Fall Familienduell, da kam ich ja her mit Werner Schulze-Erle, das wurde in den Hürth, im Kölner Süden, also südlich von Köln, produziert, aber das war klar, das kann jetzt nicht sein, dass diese Show irgendwie in so einer Fabrikhalle stattfindet, auf der grünen Wiese, die man mal schnell hochgezogen hat und Studio dran geschrieben hat. Nein, wir müssen mitten in die Stadt und natürlich da, wo das Leben tobt, also sozusagen der Broadway von Köln, die Kölner Ringe. So, hat sich aber dann rausgestellt, dass die Kölner Ringe zum Beispiel an einem Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend tot sind. Menschenleer quasi. Wie die Fußgängerzone von Buxtehude. Ja. Und selbst freitags und samstagsabends
war eigentlich dieses Kapitol, ein ehemaliges Kino, war halt so ein bisschen, naja, außerhalb. Also der Punk, der ging woanders ab und auch, auch so, naja, also wenn Punk dann eben, also ich meine, du kannst ja heutzutage mal auf die Ringe gehen, das ist halt, ja, junges Disco-Publikum und viel Shisha und sowas, ne? Und aber dann wurde es das Kapitol, das Kino wurde entkinot und umgebaut zu einem Late-Night-Studio, was natürlich wahnsinnig kompliziert war, weil du musstest ja die ganze Technik da reinfummeln, das war ein Kino, ne? Das war überhaupt nicht dafür gemacht. Das war auch, sieht man auch übrigens in der ersten Folge, das Publikum, das hängt da so komisch rum. Ne? Ja, genau. Und das ist so. Also wirklich, als wenn die gleich im Weltraum starten. Weil das haben wir besser gemacht, dann als wir umgezogen sind, 98, in unser eigenes Studio nach Köln-Mühlheim. Da haben wir auf irgendeinen Menschen gehört, der gesagt hat, Fernsehpublikum muss ungemütlich sitzen. Okay. Weil nur sonst sitzen die gerade, weil wenn in diesem Kinosessel, ne, da flähst du dich halt rein, ja, so eine Couch Popcorn, abziehen, ja. Ne? Und also man sitzt viel zu weit hinten, lümmelt sich so rum und dann, die müssen halt, so muss Publikum sitzen, ne? Gerade Rücken und unbequeme Sitze. Ja, ist das immer noch so, dass vorne jemand steht und... Ach so, nein. Nee, das hatte ich mal, wo war ich ja hier? Ich war, ich auch in Köln, war irgendeine Sendung im Koloneum. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, welche Sendung das war. Und vorne stand dann jemand hier, hurra, jetzt wird geklatscht, ne? Klatscher gibt es natürlich immer wieder, ist auch relativ normal. Habe ich auch schon gemacht. War mein erster Job beim Fernsehen, ja? Ja, tatsächlich. Ich habe also die erste Show noch vor Familienduell, die unsere Filmproduktion Cat Entertainment damals produziert hat, war Bibel TV. Bibel TV, ja, das ist irgendwie. Nee. Das ist ja fast so schlimm wie Messdiener hier letztes Mal. Wieso schlimm? Das ist ein schlimmer Messdiener. Bibel TV. Wer guckt Bibel TV? Ja, nee, Quatsch, nicht Bibel, das hieß das Bibelquiz. Ah, okay. Das Bibelquiz. Aber Bibel TV gab es auch. Bibel TV gab es mit Sicherheit. Weil der Hintergrund war, als die Privatsender entstanden sind, gab es einen sogenannten Rundfunkstaatsvertrag. Ja, muss ja irgendwie der Staat genehmigen, dass irgendeiner irgendwas sendet. Und da war halt dann klar, also die können jetzt nicht nur Halligalli und nackte Titten, sondern auch mal Schwänze, nein, Schatz, aber nein, die mussten halt regelmäßig Nachrichten, wie ein Radiosender ja auch im Prinzip, ne? Regelmäßig Nachrichten, Information, dann gab es gerade noch bei RTL und Sat.1 diese Angebote von Dritten, Alexander Kluge und diese Geschichten und dann gab es eben auch die Kirchen in Deutschland, die gesagt haben, wir müssen da auch vorkommen, genauso wie du ja quasi bei jedem Radiosender auch immer so, du machst auch Kirchenfunk. Du machst auch Radio, aber das hast du ja irgendwie eigentlich bei jedem Sender, dass da irgendwie mal ein Pfarrer spricht oder. Nee, bei uns spricht kein Pfarrer. Ja, dann seid ihr eine Ausnahme. Dann seid ihr eigentlich, ja, aber das ist selbst bei den Privatradios, das merkst du dann nicht oft. Ich kenne das zum Beispiel bei so Rocksendern. Dass dann so ein Liedtext von Metallica quasi mit christlichem Hintergrund analysiert wird. Also nie gehört? Nee. Echt nicht? Nee. Du hörst nur deinen eigenen Sender, oder was? Absolut. Ach so, ja, sehr vernünftig. Nein, auf jeden Fall, da hieß es eben, wir wollten eigentlich über die erste Sendung sprechen. Aber genau, wir müssen jetzt wieder zurückspringen. Nein, jetzt erzähle ich das erstmal zu Ende. Und dann haben die gesagt, so, also es muss einen Inhalt geben. Und dann hat RTL gesagt, naja, dann machen wir doch ein Quiz. Quiz ist irgendwie beliebt, heute ja auch noch. Ne? Und dann gab es das Bibelquiz. Ne? Mit Fragen, mit einer Jury, mit einem evangelischen und einem katholischen Jurymitglied. Das war irgendwie ganz interessant. Und ich war da gerade Praktikant bei dieser Fernsehproduktion. Als fertig studierter Akademiker, muss ich mal vorstellen, war ich Praktikant. Und mein erster Job war, weil man mir da als Praktikanten noch nicht zutraute, Bibelquiz-Fragen mir auszudenken. weil ich ja auch kein gelernter Priester war, bla bla. Auf jeden Fall war mein Job dann, auf einem sehr, sehr wackeligen Plastikstuhl zu stehen. Ja?
Und immer, wenn ein Kandidat was richtig gesagt hat, ja, fantastisch. Ja, und das Publikum, also so eine ist ausgeflippt. Das war so eine Ü70-Veranstaltung, wo man danach die Plastiksitze auch mal der ein oder andere Inkontinente abwischen musste. Und die kamen dann also busseweise ins Studio übrigens. Aber muss man sagen, also Köln Hürth, Karl Scheuren, ja heute auch immer noch ein mega großes Fernsehproduktionszentrum in der Nähe von Köln, wie gesagt. Und das war die zweite Show, die da produziert wurde. In der ersten Halle war das Bibelquiz. Und die erste Show war die Peter Kraus Show. Der übrigens immer noch auf Tour geht. Tatsächlich. Ich habe zuletzt einen gesehen. Ich war mit meiner Mutter. Den habe ich jetzt wirklich völlig aus dem. Der ist irgendwie 102, nein, irgendwie so 82, aber der gibt immer noch Konzerte. Das ist der Hammer. Der ist Wahnsinn. Okay, gut. Also deswegen, nein, aber zu deiner Frage. Nein, es wurde nicht angequatscht. Quatscht. Ja, quatscht. Danke. Noch nicht. Ja. Ja, genau. Geht weiter. Du hast den Faden verloren, Mike. Ich habe den Faden verloren. Faden verloren, der Mike. Faden ist weg. Okay, wir haben geklärt. Capitol, ehemaliges Kino in Köln, Live-Show. Und was man auch dazu sagen muss, wenn man sich jetzt heutzutage, ja insgesamt 28 Jahre später, die Sendung nochmal anschaut. Die Zeit geht vorbei, ne? 28 Jahre schon vorbei. Muss man dazu sagen, die Show war so ein bisschen totgeprobt. Ja. Also das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir hängen jetzt mal ein paar Lampen auf und da stehen die Kameras und dann, wie das dann halt später war, bei der täglichen Sendung konnte man ja nicht immer proben. Da muss man dazu sagen, also so die großen Shows, Samstagsabendshows, Verstehen Sie Spaß, Wetten das, die sind ja teilweise mehrere Tage geprobt worden. Mhm. Ja, da haben dann irgendwelche Lichtdoubles, haben dann da statt den Gästen gesessen, die Wettkandidaten, wenn wir jetzt mal bei Wetten das sind, das wurde schon mal ausprobiert, ne, dass das irgendwie, nee, der soll irgendwie von der Seite reinkommen und von der, ja, alles wirklich tagelang geprobt. Und hier quasi die erste Sendung, ich meine, irgendwie vorbereiten musste man sich ja. Ja, und das waren halt, es fehlte so ein bisschen die Spontanität. Also, und das kam halt, also ich meine, im Nachhinein muss ich sagen, hat das Harald noch sehr, sehr gut gemacht. Also er lacht sich dann auch so irgendwie tot über eigene... Witze? Eben nicht eigene Witze, sondern die ihm Autoren geschrieben haben, über die aber keiner lacht. Ja, genau so. Genau. Ne, das war ihm aber auch völlig egal, ne? War ihm völlig wurscht, ne? Ja, ja, also das war jetzt kein Nervenbündel, der von Nervosität irgendwie, ne, es ist halt Harald Schmidt. Also eigentlich, ja. Man hätte auch diese ganzen, natürlich musste man proben, man musste ja Abläufe proben, Kamerafahrten, das musste sich alles einspielen, das ist ja ganz völlig logisch. Tonlicht. Aber wurde später, sage ich mal, bei den täglichen Folgen, die am Anfang gelaufen sind, wurde denn jeden Tag geprobt, oder? Es gab immer einen Probedurchlauf, aber den hat nicht Harald Schmidt gemacht. Okay. Und das hätte man auch da machen sollen. Also da hätte halt ein Lichtdubel, Chefautor und so weiter, hätte Harald Schmidt machen sollen, darstellen sollen sozusagen, sodass er sich das angucken kann auf dem Hauskanal. Aber dann irgendwie halt einfach, ich meine, das ist ja, da werden wir auch noch zu kommen, warum, was die Krux war, warum er sich zu sehr angestrengt hat bei der ARD-Zeit und alle gesagt haben, der strengt sich nicht mehr an. Also je läppscher, je wurstiger, hat das Thomas Gottschalk mal zu Recht genannt. Ne? Also je unvorbereiteter Harald Schmidt war, desto besser. Desto besser. Das ist definitiv immer so. Und es gab... vor der ersten Show am 5. Dezember gab es drei andere Shows. Mhm. Aber wirklich komplettes Programm mit Stargästen, mit Publikum. Ja? Also alles eins zu eins. Ja? Also das wurde aber nie gesendet. Ich weiß noch, also ich kriege das jetzt nicht mehr hin, wer in den nicht gesendeten Probeshows Gast. Also da waren teilweise, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber an einen Gast kann ich mich noch erinnern, Anita Ekberg. Großer Star, das süße Leben, Federico Fellini, Mastroianni und dann, also Filmfans wissen, Anita Ekberg dann in nassem T-Shirt. Also ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Ist nicht dein Jahrgang. Weißt du, der Film ist von 1960. Ja, da war ich lange nicht zu denken. Die großen Jungs, die haben da irgendwie
steife Augen bekommen. Ne? Also wenn die das gesehen haben, da ist sie aus diesem Trevi-Brunnen in Rom, wo man auch so Münzen reinschmeißt, ist sie da rausgestiegen und das ganze weiße Kleid klebte am Körper und die hatte ziemlich dicke Tüten. So, und dann so, ja, aber das war so ein typischer Gottschalk-Gast, ja. Dann kommt man auf die Idee, 35 Jahre später Anita Ekberg einzuladen und sie hatte kein weißes Kleid an. Und das war auch nicht nass. War vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt. Ganz genau, man hätte es auch nicht sehen wollen. Und Harald hat sie so einen abgewürgt, da ja einfach. Ach, der ein paar halbwegs lustige Fragen zu stellen, was aber einfach nicht gelungen ist, weil das dann natürlich auch alles so steif war mit Übersetzung. Ja, sie hat dann irgendwie Englisch gesprochen und er hat Deutsch und dann der Übersetzer hin und her. Naja. Es gab dann auch, also was ja so den lustigen Teil angeht, weil das war natürlich klar, also es soll eine klassische Late Night sein, also jetzt eben nicht nur Promi-Talk, wie bei Thomas Gottschalk, was er vorher gemacht hat, sondern ein Eingangsmonolog, ne, der Moderator kommt, ist ja eigentlich bei jeder Late-Night-Show so, ne, kommt raus, erzählt ein paar Witze, dann setzt er sich hin, dann macht er ein paar lustige Aktionen, dann kommen die Gäste und am Schluss Musik. Ja. Das hat mich jetzt total gewundert, als ich diese Folge nochmal nach langer, langer, langer Zeit gesehen habe, dass diese Dramaturgie so gemischt war. Mhm. Also zwar, er steht ganz, ganz lange vorne und erzählt Witze. Genau. Und dann zu den Themen Peter Graf. Und Lothar Matthäus. Also das waren so die Hauptthemen damals. Und übrigens, das hat mich auch gewundert. Ich meine, wir reden ja von den 90er Jahren. Der hatte eine tierisch breite Krawatte an, oder? Ja, absolut. Also das hätte ich eher so mit den 80er Jahren. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe da ein bisschen recherchiert und tatsächlich trug man Anfang, Mitte der 90er relativ breite Krawatten. Ehrlich? Ja. Das hast du recherchiert? Wo recherchiert man denn sowas? Ja, auf Bildern habe ich schon geguckt so ein bisschen, ne? Wie so andere rumgelaufen sind. Wer denn zum Beispiel? Na, insgesamt hier im Internet, guck doch mal. Okay. Ja, ich guck mal. Ja, ach, guck mal da. Guck mal, hat er breite Krawatten. Ich fand die ziemlich hässlich, die Krawatte. Ist ja aber auch egal. Die Krawatte war ziemlich hässlich. Aber das war jetzt auch nicht mein Thema. Nee. Sondern eben diese komische Dramaturgie. Ja? Nach dem Monolog setzt er sich an den Schreibtisch, dann zeigt er so ein paar Parfums, macht noch so einen Witz. Hier, kannst du ja mal... Close-up! So heißt die Sendung, Close Up. Die neue Sendung beginnt mit der Operation Hallo zu Close Up. Ich weiß jetzt, ist der Close Up und wie kriege ich ihn wieder dran? Falls so Sachen nicht so ganz direkt durchstarten, habe ich die Möglichkeit mit Helmut, dass ein bisschen so Sirup-Harmonien reingibt. Wisst ihr? Das sind Harmonien, die den Alltag einfacher machen, schöner. Eigentlich sehr, 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 sehr lustig. Ne? Sehr lustig, ich meine, der Gag war ja, also, um das nochmal zu erklären, das ging halt um so gefakte Pseudo-Parfums, die Claudia Schiffer in dem Fall rausgebracht hat. Und das war so ein Parfum, das hieß Blond und die Flasche fiel die ganze Zeit um. Und so, dann war der Gag irgendwie, sie hat auch die Flasche designt. Ne? Und, ja. und die hat ja wohl eine Fernsehsendung damals gehabt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, namens Close-Up. Und dann hat er nur wirklich diesen wirklich unfassbar schlechten Karlauer gemacht, ja, Close-Up. Der ist wirklich schlecht durchgestartet, ne? Aber vor allem auch wieder hier, ja. Völlig wurscht. Ja, er hat's durchgezogen, ja. Und das war aber dann auch später so eine Regel, das haben die Autoren dann immer auch nochmal versucht, so Karlauer als Gags unterzubringen. Das funktioniert aber echt gerade im gesprochenen Witz meistens schlecht. Oft funktioniert es schlecht, ja. Ja, also du hast dann irgendwie, wenn du so liest, Close-Up, Close, aber auch dann ist das schlecht, also gerade wo ich sage, Karlauer sind einfach schlecht. Es gibt welche, die lesen sich besser als... aber das haben wir dann auch irgendwann echt total sein gelassen und die auch immer weggestrichen, wenn dann ein Autor mal wieder so ein Karlauer da rein. Wortspielhölle haben wir das genannt. Ne? Also jetzt Close und Close, also ja... Schwerin, also Schwerin, ne, die Stadt da und Schwerout und nee, also wirklich, nee, muss man nicht haben. Aber Mike, ich sag dir mal eins, wir haben jetzt die 30 Minuten um und ich habe mir geschworen, wir machen jetzt nicht so einen Laber-Podcast in About Schmidt Show,
wo wir dann ewig überziehen. Weil die Leute haben ja auch noch was anderes zu tun als unseren Podcast. Absolut, oder? Das stimmt. Ja. So, das heißt, bei der nächsten Folge machen wir noch irgendwie, weil es gibt noch einige Aspekte, zum Beispiel, hast du mich noch gar nicht gefragt, was ich während der Show. Moment, hatte. Das wäre jetzt noch meine abschließende Frage. Nein, das ist jetzt der Cliffhanger, So. Ne? Und Helmuts Rolle und was war überhaupt mit der Tasse? Und eben die Gäste, auch ganz wichtig. Und die Schalte in dieser Show, ja. Und überhaupt, wer saß denn alles im Publikum? Also, es gibt noch ein paar Themen. Freut euch auf nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Der Preis ist heiß, ne? Nein, about. Ach Mensch, Mike. Also, du bist aber echt heute drauf. Also, hast du ein Bier noch nicht mal ausgetrunken? Wir reden zu viel. Also, wen es interessiert, wo der Manuel bei der ersten Folge war? Alle interessiert es natürlich. Der schaltet dann nächste Woche nochmal ein bei About Schmidt Show. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und Folge 5. Ja, Folge 5. Boah. Und abonniert unseren Kanal, unterstützt uns ein bisschen. Und wir freuen uns. Ne? Hat wieder Spaß gemacht. Ja, was heißt also mir zumindest. Mir das ist jetzt nur für die YouTube-Kunden abonniert unseren Kanal. Nee, auch. Ja, natürlich. Ach, ehrlich? Ja, klar. Wenn von dir kann ich dir was lernen. Na, Mike! Na, siehste. Bis nächste Woche.